Das sind sie, die Besten der Besten. Der Hessische Behinderten- und Rehabilitationssportverband ehrte seine Sportler des Jahres und das standesgemäß im Schubecks Check-in am Flughafen in Egelsbach. Der Titel Sportler des Jahres geht nach Wetzlar an den Rollstuhlbasketballer Thomas Böhme. Der Spieler des RSV Lahn-Dill erzielt durchschnittlich 16 Punkte und ist 2013 U23-Weltmeister mit der Nationalmannschaft geworden. Ist natürlich für mich eine große Auszeichnung. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Ich freue mich und ja, schon eine große Auszeichnung. Dadurch, dass auch die Zuschauer gewählt haben, also schon was Besonderes. Der Bundestrainer hält ihn schon jetzt für einen der besten Rollstuhlbasketballer Deutschlands. Doch hinter dem Erfolg steht auch im Behindertensport viel Arbeit. Es ist im Endeffekt wie bei jedem anderen Sportler auch. Man steckt viel zurück, Freizeit hat man eigentlich eher wenig. Man steht morgens auf, geht in die Halle, man geht dann nochmal mittags in die Halle, wenn es möglich ist. Ja, also es ist wirklich viel Arbeit dahinter, aber am Ende zahlt es sich dann aus. Im Rahmenprogramm tauchten viele Prominente auf, alle verkörpert von Stimmenimitator Pitt Schneider. So gratulierten auch Udo Lindenberg und Heinz Rühmann. Weil wir haben noch so ein bisschen Ausrufphase, so große Party gehabt, ein Megakonzert. Vor allen Dingen ein winziges Lovenü von dem Alkohol, von dem teuflischen Alkohol. Und ich bin wie elektrisiert, nicht wahr? Der Titel Mannschaft des Jahres ging ebenfalls an die Rollstuhlbasketballer des RSV Lahn-Dill. Der Rekordmeister gehört zu den Aushängeschildern des hessischen Behindertensports. Wir haben Spieler aus der ganzen Welt in unserem Kader, legen aber natürlich auch sehr großen Wert auf Regionalität, auch auf Verbundenheit hierher. Wir können dabei nicht mithalten mit Gehaltszahlungen, wie sie in Südeuropa oder in der Türkei, Spanien, Italien vor allem gehandhabt werden. Aber wir haben halt sehr viele Kontakte nach Nordamerika und gucken auch dort schon an den Colleges, wo sind interessante Spieler für uns, die jetzt noch nicht die großen Profis sind, Rohdiamanten praktisch, die noch nicht geschliffen sind. Und so haben wir praktisch schon jetzt die nächste und übernächste Generation in unserem Verein mit Leistungszentren, mit einer zweiten Mannschaft in der zweiten Bundesliga. Nachwuchssportler wurde der Tischtennisspieler Yannick Rüttenklau, der in seiner Wettkampfklasse aktuell auf Rang 39 der Weltrangliste steht. Der 17-Jährige erhält breite Unterstützung für seine sportliche Leistungen. Also bei mir jetzt im Freundes- und Bekanntenkreis und Familienkreis, also die finden das alle schon ziemlich gut und ja, also gratulieren mir auch dazu und finden das schon eine richtig gute Leistung. Auch so die Lehrer, die unterstützen mich da auch, die Schule, die Familie sowieso und ja, ist schon ein guter Rückhalt und wird schon gut akzeptiert, ja. Mit 18 Monaten wurde ihm wegen Krebs der linke Unterschenkel abgenommen und er ist auf seine Prothese angewiesen. Die hilft aber noch nicht ganz wie ein normales Bein. Also es ist natürlich so, dass das gesunde Bein schon noch etwas mehr belastet wird, aber ich versuche jetzt auch durch gezieltes Krafttraining immer mehr auch das Prothesenbein zu stabilisieren, dass ich auch irgendwann optimal wäre es natürlich, wenn ich dann 50-50 belasten könnte. In die Richtung gehe ich jetzt, hoffe, dass es auch irgendwann klappt, aber natürlich ist es so, dass man das gesunde Bein schon noch ein bisschen mehr belastet als das andere. Der Ehrenpreis ging an Udo Winkler. Er übt 7 Ehrenämter gleichzeitig aus. Unter anderem ist der Landesfachwart Tischtennis im Behindertensportverband. Der 52-Jährige war über seine Auszeichnung sichtlich überrascht, freute sich aber umso mehr und sieht das Ehrenamt als etwas sehr Wichtiges an. Also die Ausübung des Ehrenamtes ist mir von daher wichtig, dass man nicht nur ein Amt annimmt, damit das Amt besetzt ist, sondern dass man dann auch die Ärmel hochkrempelt, sagt man bei uns im Ort, und dafür arbeitet. Und das ist mir ganz wichtig, das mache ich und heute kriege ich es auch hier gedankt. Am Ende der Veranstaltung bekamen die Gäste noch Michael Jackson sowie eine historische Verabschiedung zu sehen.